Guten Tag. Ein kleines Korrekturvideo noch zu dem letzten Video, also zu dem Video, wo Dieter mich besuchte. Da bin ich ja dann auf Eigenrecherche dahergegangen und habe hier so einen Akku, so einen 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid-Akku, einfach mal einen Kompass gehalten. Und habe mich da gefreut, dass, ach, da hat ja auch einen Nord- und einen Südpol. Und bin dann dahergegangen und habe meine Magnete, so wie ich mir das gedacht habe, dass es funktionieren muss, hier rangepappt. Und habe ja dann die Erde hier hinten mit der Heizung rangehangen. Und dann hat es nicht funktioniert. Ne, also so wie ich mir das hier logisch gedacht habe, wie es am besten funktionieren müsste mit den Magneten, wie ich die rangepoppt habe, hat es nicht geklappt. Nachdem ich das dann 180 Grad rumgedreht habe, dann hat es geklappt. Ne, da habe ich mir schon erstmal, war ich mir, es sind die ersten Zweifel an mir selbst dann schon mal wieder gekommen, ob ich da jetzt wirklich richtig gedacht habe oder nicht. Dann bin ich dem mal ein bisschen auf die Spur gegangen. Und hier seht ihr es schon. Das ist jetzt dieser Akku, ne, wo die Kompassnadel so hier ausschlägt und so. Und da müssten die Magneten so rum drauf gemacht werden. Ne, also entgegengesetzt. Also hier, wenn das der Nordpol ist und das der Nordpol, dann Nordpol gegen Nordpol. Bei der Batterie, dann steigt's, wenn man hier eine Antenne und hier eine Erde anklemmt. Und bei einem kleinen Nickel-Cadmium-Akku mit einem 100 mAh-Akku war es genau andersrum gewesen. Ne, da war der Pluspol, war dann Süd gewesen, wo es hier Nord war, und unten entgegengesetzt andersrum. Und da habe ich schon erstmal gedacht, was denn jetzt los? Das war dieser eine Akku. So, und auch von. Zuerst habe ich gedacht, es liegt irgendwie an Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-Hydrid, obwohl auf der anderen Seite das Metall-Hydrid ist ja auch so was Ähnliches. Ja, eigentlich sind es ja nur Nickel-Eisen-Akkus. Ne? Ne, das eine mit Cadmium ein bisschen aufdotiert oder wie man dazu sagt, und das andere Metallgitter irgendwie. Aber im Grunde Nickel-Eisen-Akkus allesamt. Und das ist jetzt genau so einer. 300 mAh weniger, okay, aber halt nur von einem anderen Hersteller. Und ihr seht's, da ist es nämlich genau andersherum. Na, da ist es vielleicht ein bisschen wenig geladen. Ja, der ist ein bisschen voller geladen, da sieht man es eindeutiger. Aber auch hier zweimal dasselbe Bild von den Herstellern. Und wenn man jetzt hier den hernimmt, den Wirt-Akku, da ist es genau andersrum. Ja, und als Spulenwickler geht einen da natürlich zuerst durch den Sinn. Naja, klar, könnt ihr euch schon denken. Ich denke mal, der eine ist rechts rum gewickelt und der andere ist links rum gewickelt. Je nachdem, wie die Hersteller das dann halt machen. Okay, also muss ich darauf jetzt auch noch achten, wenn ich mir Zombie-Zellen-Packs in Reihe zusammenschalte, ne, dass die wirklich alle dieselbe Wickelrichtung haben sozusagen. Und dann kann das wieder was werden. Ja, gut, so, jetzt sind da zumindest erstmal die Klarheiten beseitigt. Weiter geht's. Bis später.